Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf Lindag und wir spielen weiter Turok HD und ich bin immer noch gefangen in den Katakomben und ich habe ein bisschen weiter gespielt und mich jetzt einfach mal erkundigt, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo es hier weitergeht. Und wir haben was Wichtiges übersehen, genau in diesem Abschnitt hier. Ja, denn der Schlüssel verbirgt sich hier und zwar nicht, wie es uns hier suggeriert wird, dass der vor diesem Achterschlüssel ist. Nein, er ist tatsächlich danach und zwar hier. Ja, hier haben wir, habe ich nicht so genau nachgeschaut und das ist das Problem gewesen. Ja, hier hätte ich etwas genauer hinschauen müssen. Dann sieht man natürlich auch hier noch ein paar Rüstungen, so eine Späße. Oh Mann. Es ist wirklich meine eigene Schuld, und seht ihr das? Es wird mir sogar angezeigt hier durch diese Pizza-Ecken, dass man da hoch kann. Und das habe ich irgendwie nicht geschnallt. Na gut. Und hier oben ist er dann auch schon. Also wir hatten es fast geschafft. Und ich wollte euch das, die Sucherei jetzt ersparen, deswegen nehme ich es jetzt erst wieder auf, nachdem ich jetzt auch den Weg kenne. Oh Gott, okay. Und jetzt kann man hier drauf hüpfen, das Wasser ablassen. Und es eröffnet sich ein weiterer Weg. Was macht ihr hier, ihr Drecksschweine? So, wir gucken nochmal einmal eine Runde hier unten, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Okay. Volles Leben, wir kriegen nochmal alles voll. Ja, und weiter habe ich nicht geguckt. Also ich habe mal im Internet recherchiert und weiter habe ich mich dann auch nicht für interessiert, wie es weitergeht. Weil wir wollen es ja selbst rausfinden. Und jetzt müssten wir theoretisch genau den Level, was war es, 6 Schlüssel haben. So, und was jetzt hier passiert, das werden wir jetzt herausfinden. Auf jeden Fall können wir erstmal ganz tief tauchen. Alter, dass dem die Trommelfälle nicht platzen. Habt ihr das mal gemacht? Man muss einfach mal 3 Meter tief tauchen. Und es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist ein unheimlicher Druck, der sich da aufbaut. Wo kommen wir denn jetzt raus? Beim Levelende. Beim Levelende. Wir können auf jeden Fall abspeichern. Das Problem ist, uns fehlt ja noch der letzte Schlüssel. Das heißt, wir müssen nochmal zurücktauchen, oder was? Ich verstehe es nicht. Da hinten ging es ja noch weiter. Vielleicht befindet sich der Schlüssel da oben auch. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal dann auch in den, ja, in das Levelende reinlaufen. Weil es könnte ja durchaus sein, dass mal wieder ein Boss kommt und dass der den letzten Schlüssel bewacht. Ich weiß es nicht. Denn hier ist ja auch noch was. Hä? Ach, das ist der Anfang. Das ist der Anfang, na klar. Das ist der Anfang. Ja, und jetzt ist hier das geflutet. Das heißt, wir müssen dahin. Okay, dann kann ich das Spiel ja auch laden. Ja, dann müssen wir dahin und keine Ahnung, wir gehen einfach mal rein, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben ja gespeichert. Und sieht gar nicht so übel aus. Muni Hammer en masse. Okay. Hey, da ist auf jeden Fall das letzte Stück von Level 8. Okay, eine Riesenameise. Komm her, du Drecksvieh. Du hast sie doch wohl nicht alle. Du rotzt mich an. Du kotzt mich an, du kotzt... Oh, da hinten. War da was? Nein. Ich glaube, ich darf da auch nicht reintreten. Das könnte mir wehtun. Da ist ein... Ah, hier ist auf jeden Fall ein Muni. Okay, wir sollten jetzt einfach mal ein bisschen draufholzen. So, uns wird das hier empfohlen. Nehmen wir die doch mal. Und die hält gut aus, hier, die gute. Halt, die neuen wollen wir. Wow, das haut rein. Das gefällt ihr nicht? Wow, was macht's denn jetzt? Meine Beste, das wird nichts mit uns beiden. Hör jetzt auf mich zu haben. Jetzt fliegt die auch noch rum. Okay, aber wir haben noch die Laserkanone. Was macht sie denn hier? Wo ist sie denn hin? Irgendwie zerlegt sie hier das ganze Inventar. Da ist er. Da ist er, die Beste. Komm her. Hör auf mit dem Käse und stirb einfach. Du hast eh keine Chance. Auch wenn du mir gut auf den Sack gibst. Okay, viel verliert sie hier mit dieser Laserkanone nicht, aber besser als nichts. Kacke! Was ist denn das? Yeah, Baby! Gott, bist du schnell und nervig. So was Schnelles, Nerviges. Komm runter! Was ist das?
Okay, das war's. Techbogen haben wir auch nicht. Wir haben die 6. Ja, die 6. Shit, ey, wir brauchen Muni. Ah, da haben wir noch ein bisschen was. Explosiv-Muni ist auch geil. So, jetzt dreschen wir mal ein bisschen drauf hier auf die alte Ameise. Die Ameisenkönigin. Meine Fresse, die hält aber echt gut aus. Also sie trifft mich überhaupt nicht. Was macht sie da eigentlich? Krampft sie oder? Okay, also man braucht eigentlich nur viel Muni. Ansonsten kann sie nicht... Oh, wir haben wieder volle Muni hier. Hey, jetzt bist du blatt. Jetzt hast du keine Chance mehr. Wir haben sie. Da geht sie down und verliert nochmal richtig viel grünes, ätzendes Zeug. Yeah! Mit einem Grinsen im Gesicht haben wir sie geplättet. Und wir kriegen das letzte Stückchen. Was haben wir denn hier? Energiezelle. Wozu braucht man denn eine Energiezelle? Wir haben noch gar keine Energiewaffe, oder? Oder doch? Doch, das hier, die braucht wahrscheinlich Energiezellen. Okay, jetzt haben wir alles. Dann, krass, aber hier spawnen immer wieder die Waffen noch nach. Drum nehmen wir das auch mit. Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt, also ich hatte es ja beinahe rausgefunden, ne? Ja, das Levelende, wo es ist. Aber irgendwie ging es dann doch ein bisschen in die Binsen. Ich muss zugeben, ich gucke dann auch manchmal nach. Wenn es mir zu lange dauert und gerade für Let's Plays, es soll ja euch auch nicht allzu langweilig werden dann. So, jetzt sammeln wir das letzte Stückchen ein. Level 8 Schlüssel, jawohl, leck dran. Geilomat. Wir haben alle Schlüssel, perfekt. Und hier fehlt auch nur noch einer, oder? Hoppala. Schlüssel. Ah, Level 8, sieht man gar nicht. Doch, zwei fehlen noch hier. Ja, und jetzt können wir in Level 6. Hoffe ich. Oder, können wir da hin? Level 6. Boop, das haben wir. Was mit Level 7? Okay, Level 7 finden wir alle in Level 6. Alle Schlüssel. So, nochmal einmal abspeichern. Ich finde mich wieder nicht zurecht. Wo ist es denn? Da. Einmal noch uns hier an den Stein lehnen. Hab. Nehmen wir wieder das oberste. So, und dann geht's ab ins Level 6. Shit. Wo war's denn? Das hier. Level 6. Treetop Village. Wir kommen. Schön, wieder ein Dschungellevel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dschungellevel gefallen mir besser. Was soll das? Das ist Nebel. Ich glaube, da bin ich tot, wenn ich da runterfalle. Das sollte man tunlichst vermeiden. Na gut. Wow, komm erstmal die Jungs auf mich zu. Jawohl, alte Bekannte wieder. Die kennen wir jetzt schon. Oh. Die muss ich natürlich ein bisschen behutsamer anfassen. Ach. Wenn die platzen, geben die mir nichts. Hier gibt es bestimmt noch irgendeinen Geheimgang. So, ich hoffe, dass es nicht so eine ewige Sucherei wieder wird. Zumindest nicht so was Anstrengendes. Also der letzte Level, ich muss ganz ehrlich sagen. Ah. Okay, da hatten wir schon. Was hat denn er auf dem Rücken? Wow! Er bratzt erstmal eine Runde. Krass. Ein Dino mit einer Waffe oben drauf. Krass. Der hat da irgendein MG drauf oder was auf dem Rücken. Der hat einen MG auf dem Rücken. Na klar, warum nicht? Warum nicht? Das würde ich auch als erstes machen. Jurassic Park hier, Experimente. Uiuiui. Komm her, Junge. Achtung. Gibt's noch mal eine. Bam. Warte mal, wir können ja auch die 7 nehmen, ne? Hier. Oh. Noch mal eine Rocket Launcher. Hi. Komme ich da auch andersweitig rüber? So zum Beispiel. Eppala. Eppa, eppa. Wundervoll. Da unten ist noch eine Insel. So, den haben wir. Mit ordentlich Schwung sollte man da rüberkommen. I'm to rock. Yeah. Und da kommt man einfach nur wieder hoch, oder was? Tja, keine Ahnung. Scheint richtig zu sein. Hahaha. Die Laserkanone, die feuert aber ordentlich rein hier. Tja, das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht. Und wie geht's jetzt wieder zurück? Hä? Irgendwo eine Wand, wo wir uns festhalten können? Ich habe keine Ahnung. Keinen Schimmer. I'm to rock. Und ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Aber zurück geht ja auch nicht. Geht's nicht wieder zurück?
denn das für ein Scheiß? Das ist jetzt blöd. Hier muss es doch irgendeinen Weg geben. Oder muss ich mich jetzt echt umbringen? Das ergibt keinen Sinn. Ist hier noch irgendwie anders war? Nee, hier ist nichts. Ich schnall's nicht. Ah, da. Guckt mal da. Guckt mal da, direkt unter uns. Zack. Und jetzt? Und nu? Was ist nu? So ein Schrutz. Also jetzt komme ich ja gar nicht mehr weiter. Jetzt bin ich ja wirklich am Ende angelangt. Oh doch, da. Oh Mann, ey. Zum Glück kriegt man ja keinen Fallschaden. Ansonsten hätte ich keine Beine mehr. Zack. Muss ich da reinhüppen? Ich glaube nicht. Das ist nicht machbar. Da müssen wir hin. Geronimo. Ah. Krass, aber mit einem Schuss sind die alle weg. Zack. Verdammt, ich habe keinen Plan, ob das der reguläre Weg ist. Irgendwo. Hier haben wir noch einen. Hey, schieß den auf den Kopf. Hör auf mit den Granaten. Das kann ich gar nicht leiden. Das tut mir sehr weh. Da oben ist doch noch einer, oder? Hab ich nicht gesehen. Zack, da ist er auch weg. Krass, geht ganz schön tief hier. Er schießt nicht auf ihn. Er registriert ihn noch nicht. Bam. So, und in diesem Level gibt es ja bekanntlich drei Schlüssel mal wieder. Und zwar drei Level, 7 Schlüssel, genau. Hiermit eröffnen wir dann den Level 7. Und im Level 7 gibt es dann, glaube ich, die letzten Level 8 Schlüssel. Und dann sind wir im Level 8. Was auch immer das Level 8 bedeutet. Tja, daneben, deiner blöden Granate. Okay. Alles sehr verzwackt hier. Hi. Den treffe ich nicht, warum auch immer. Er trifft ihn nicht. Granaten. Hi. Sack. Rein mit dir. Shit. Ist da unten was? Da unten ist ein Portal, oder? Ich glaube, das ist ein Portal. Wir gucken nochmal rund. Da drüben geht es natürlich auch noch lang. Tja, was ist zu tun? Ins Portal oder rüber? Ich gehe jetzt mal ins Portal. Das scheint bestimmt richtig zu sein. Keine Ahnung. Kein Plan, ob das jetzt gut ist. Ach, jetzt mal bei ihm hier drüben. Hoppala, hier ist doch noch einer. Lauf damit. Nehmen wir mal die Pumpe. Haben wir gerade wieder schön viel Muni für bekommen. So. Wo bist du denn? Gott verdammt, dieses Rumgewische von euch hier. Hört auf damit. Sterbt wie ein Mann. Sterbt wie ein Frosch oder ein Salamander oder was auch immer ihr seid. Hört auf damit. Müssen wir da runter, oder was? Geronimo, und da sind wir auch schon. Zack, 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 zack. Jetzt gibt's hier Pizza. Pizza umsonst. Das brauchen wir nicht. Ach, das ist derselbe Weg. Ja, das ist dasselbe. Jetzt kommen wir hier rüber. Zack. Das war also nur Bonus. Bonus, Bonus. So. Ich habe keinen Plan, wo das alles hin muss. Oh, wäre ich hier reingesprungen, wäre das bestimmt mein Ende gewesen. Sieht schmerzhaft aus. Gott. Wo lang? Da drüben, oder was? Laut Karte da drüben, oder? Hä? Also jetzt habe ich echt gar keinen Plan mehr, wo lang. Ich weiß, soll ich jetzt einfach darüber springen? Also unten ist halt nichts. Muss halt oder dahin. Das kann natürlich auch sein. Ich habe das Gefühl, das ist mein Ende, egal wo ich hinspringe. Oh, hier. Aha. So. Anlaufsprung. Rein in die Pampe. So, und wir haben einen Kontrollpunkt. Wundervoll. Ist hier hinten noch irgendwas? Nix. Das gibt's doch nicht. Das ist alles sehr geradlinig, habe ich das Gefühl. Aber habe ich bestimmt nur das Gefühl. Und werde wahrscheinlich wieder alles übersehen. Hi. Du bist aber ein Großer. Ein ganz Großer bist du. Jetzt fällt der Groß einfach mal um. Wow. Was schießt denn hier auf uns? Doch gerade irgendwas noch Größeres auf uns geschossen, oder? Da oben.
Nee, größer ist der nicht. Ich muss sagen, die Wassereffekte haben sie echt nochmal schön überarbeitet hier. Das sieht schon sehr gut aus. So. Ach, was machst du hier? Genau, du fällst erstmal gleich um. Und dann reden wir hier weiter. Aha. Aha, aha, aha. Ich habe keinen Plan. Ich weiß echt wieder gar nicht, wo es lang geht. So. Das Schweinchen mit der normalen Muni abschießen, damit es auch schön seine Kreuzchen für uns verliert. Wir sind hier definitiv auf dem Kreuzweg. Kreuzzug. Kreuzzug und auf dem Holzweg. So ungefähr. Lässt sich unsere Reise zusammenfassen. Nee, komm ich her. Ich habe Angst, dass ich hier noch irgendwas übersehe. Irgend so ein Abgrund, wo ich noch runtertauchen kann. Ja, es ist schlichtweg Angst. Fall um. Los jetzt. Oh, da piept. Okay. Wenn man den auf den Rücken schießt oder was, dann gehen die hoch. Hm. El Granadas brauchen wir gar nicht. Dann nehmen wir die einfach mal. Wenn wir da schon so viel haben, dass wir die gar nicht mehr benutzen können. Einsammeln können, nicht benutzen. Benutzen können wir sie natürlich. Hi. Da geht er ab. So, jetzt haben wir doch eigentlich alles hier. Jetzt tauchen wir hier nochmal runter. Hier geht es sogar noch tiefer runter. Sehr schön. Aber bringt uns auch nicht viel weiter, ne? Hier haben wir noch eine Granate. Tschüss. Gott verdammt, ich will Schlüssel. Gib mir doch mal einen Lichtblick. Was ist das hier für ein fetter Baum? Den hat man noch gar nicht gesehen in dem ganzen Spiel. So eine üppige Vegetation. Ein Wasserfall, sehr schön. Was ist das hier in der Mitte? Das ist irgendwie... Ah, guck mal da oben. Da muss man irgendwie drauf. Irgendwie muss man da hochkommen. Vielleicht hinterm Wasserfall? Nö. Nö, nö. Die Gegner hören sich so ein bisschen an wie die Hunde von Half-Life. So. Versuchen wir den Fisch zu messern. Kriegen wir natürlich nicht hin. Oh. Oh yeah. Was ist denn das für eine Waffe? Was ist denn das? Alien-Waffe. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Oh. Was sieht man da? Im kühlen Nass. Eine blaue Blase. Sehr schön. Was ist das? Haben wir schon. Die haben wir schon, die gute Waffe. Oh oh. Tschüss. So, gekonnt hier drüber gesprungen. Aha. Oh oh. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Oh. Okay, das wird eng. Aber es ist machbar. Zack. Fall um. Da haben wir es ja gleich geschafft, oder? War ja nicht gleich das Ende. Oh, ich krieg gleich ein Leben. Das werde ich wahrscheinlich auch bald wieder verlieren. Oh, oh Gott. Oh, das war echt knapp. Okay. Und ein Ultraleben sogar bekommen. Krass. 250 HP, das ist mal ein Wort. So, ansonsten. Nix mehr. Ansonsten müssen wir wieder zurück. Shit, wo kam ich denn her? Oh, ist das verwirrend. Irgendwie. Hier oder was? Nee, hier ist dicht. Hier. Aha. Also, geh mal weg hier. Mach mal Platz. Nee, meh. So. Die Schrei-Minigun. Ach was. Warum kann ich die nicht mehr einsammeln? Ich glaube, wir haben das Maximalste erreicht, was man erreichen kann. An Leben. Tja, kann man da jetzt rüberspringen oder nicht? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Wir haben, glaube ich, echt die Maximallebenzahl erreicht. So. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich immer noch nicht weiß, wie es weitergeht. Geht's hier runter? Nee.
Irgendwas ist mit dem Baum. Irgendwas müssen wir hier mit dem Baum machen. Ich komme halt nicht hoch. Ist hier unten noch irgendwas? Ah, jetzt geht das Gesuche wieder los. Wundervoll. Na gut, Leute. Aber wir suchen beim nächsten Mal hier weiter auf Lindark. Ihr seht Turok, und zwar das Remake. Tschüss, bis dann.